Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer wundervollen neuen Folge von Scrap Mechanic. Heute weiter mit dem Tankauflieger. So, und ich habe jetzt mal im Internet geguckt, es gibt tatsächlich so große Vollgras. Und nach dem Vorbild mache ich jetzt ein bisschen weiter. Und zwar, was es mit diesen Pumpanlage im Prinzip beanlangt. Und zwar befindet sie sich bei meinem Vorbild hier unten drin. Deswegen machen wir das auch so. Und hier hinten haben wir noch eine Leiter. Ja, das wäre natürlich ziemlich nice, wenn wir hier jetzt noch eine schöne Leiter hinkriegen würden. Haben wir die Tiny Pipes drin? Nee. Haben wir nicht. Ah, doch, hier. Damit können wir arbeiten. Einmal eins. Einmal zwei. Ja, mach mal Dreier-Schritten. Genau, damit können wir arbeiten. Super cool. Und zwar können wir damit die Treppe bauen. So, dann machen wir den dann noch und einen T noch. So. Genau. Ist das eigentlich ziemlich mittig, gell? Schauen wir mal, ob der da... Nee, das würde schon nicht mehr gehen. Da müssen wir erst eins vom Rand wegkommen. Das müssen wir auch schon nicht mehr hinsetzen. Ja, wie haben die das denn da gemacht? Wollen wir das so? Nee. Wobei die oberste Stufe ja gerade bleiben. Aber dazwischen können wir gar nicht reinhüpfen. Mal gucken, wie sich das verhält, wenn man jetzt hier so ein Ding da dran hat und wo wir da drauf hüpfen können. Ob wir da dran vorbeisliden oder ob das funktioniert. So kommen wir auf jeden Fall nicht hoch. Aber einfach mal schon mal zum Testen. Schauen wir mal, wo würden wir denn da hinkommen? Genau, wir rutschen einfach abwärts, das ist blöd. Dann kommen wir auch zu weit nach vorne. Können wir mal hier hinten anpeilen, dass wir nur bis dahin maximal gehen, ne? So, dass wir hier die erste Stufe haben. Eigentlich müsste man... eins weiter nach hinten rutschen. Genau, dann rutsch mal eins nach hinten. Dann können wir hier drauf hüpfen, ja.
sind wir auch schon so weit da vorne. Ja, da weiß ich jetzt auch nicht so genau, wie wir das machen. Also was natürlich ging, wäre mit Bearings eine schräge Treppe hinsetzen. Dann probieren wir das mal aus. Obwohl ich das eigentlich nicht machen wollte. Aber wir versuchen das jetzt mal. So, weil so könnte es vielleicht gehen, wenn wir dann gerade einen Bearing hinsetzen, der dann nach unten geht. Also eine Stange, worauf wir dann aufhüpfen können. Das müssen wir halt jetzt ausprobieren, ob das so eine kluge Idee ist oder nicht. Und ob er da sich dann auch festhalten kann, der Charakter. Aber bisher ging das eigentlich immer so. Also meistens hat das dann schon funktioniert. Machen wir mal 85. Also nicht ganz, aber schon ziemlich weit. Nicht ganz 90, aber fast 90. So. Okay, habe ich mir fast gedacht, dass der da drankommt. Jetzt probieren wir das mal aus, so. Nee, das geht nicht. Da ist nicht genug Platz dahinter. Aber man könnte jetzt die Schildkröten immer wieder einen Krach, unglaublich. Jetzt versuchen hier mit einer Geraden zu arbeiten. Na, dass man hier drauf. Das geht auch nicht. Da ist man sich schon. Hier in der Quere. Ja, das ist alles suboptimal. Nee. Nicht praktikabel. Da muss man halt anders da hochkommen. Das macht einen Krach. Wie meine Schildkröten. Jetzt kommen wir eigentlich voll gerade runter. Dann sieht es wenigstens optisch vernünftig aus. Genau. So.
Dann sieht es wenigstens optisch gut aus. Könnte sogar hier einmal so machen zur Zusatzhalterung, ne, dass das nochmal da gut dran ist. Sieht zwar jetzt ein bisschen komisch aus, weil es nicht hundertprozentig reingeht, aber ist glaube ich viel besser. Das sieht das ein bisschen wabbelig aus. Nach einer Leiter, die man nicht benutzen möchte. So, dann kommt die Leiste hier unten wieder weg. Das ist sowieso nicht gefallen. So, genau, dann haben wir das. Muss man halt experimentell werden, um da hochzukommen. Oder den Hausmeister fragen, ob er das ausleitet. So, genau. Ja, dann machen wir jetzt die Schläuche. Und zwar läuft hier von eigentlich fast von ganz vorne bis hinten hin so ein Schlauch entlang. Dann nehmen wir einfach den hier. Und zum Festmachen mal den da und vielleicht mal den da. Aber ansonsten prinzipiell kann man da fast komplett durchgehen, ne? So, nehmen wir mal hier. Und dann setzen wir den da so dran, damit das so aussieht, als würde das da so rauskommen. Ne? So, und jetzt geht im Prinzip diese Leitung da komplett einmal nach hinten. Das ist eigentlich im Prinzip der Schlauch, den der Tankwart oder wer auch immer, der dann da kommt, benutzen kann, um das Zeug anzuschließen. So. Jetzt müssen wir hier unten noch eine Pumptechnik bauen. Mal schauen, wie wir das machen. Also auf jeden Fall mit Motoren hier. Vielleicht können wir noch einen Tank einfließen lassen. So einen Zwischentank hier, den da. Wenn das ein bisschen stimmig aussieht. So. Schauen wir mal, dass wir hier noch ein paar Schrauben und so draufsetzen. Und Ventile. Ich hier so was. Das da. Den hier. Den da. Und die Schrauben. Hat mir nicht noch das damit reingenommen. Genau. So. Weil das einfach ein bisschen nach was aussieht.
schön. Coole Sache. Okay, und jetzt. Moment, das wieder hier zu. Ich setze mir hier noch ein bisschen was in Details. Knöpfe setzen. Da müssen wir ein bisschen gucken. Weil das jetzt für den Tank war. Obwohl, eigentlich passt es, ne? Also, im Echt sieht es alles aus. Ist eigentlich ziemlich leer an der Seite, komischerweise. Zumindest bei dem Vorbild, das ich habe. Ja, super. Man muss ja nicht auf die Spitze treiben. Licht ist ja auch noch connected, soweit ich weiß. Ja. Mal oben reinkraxeln. Ich habe mir überlegt, ob wir das hier vielleicht zumachen. Aber Vorbild ist es nicht zu. Aber oben könnte man noch was machen. Oben muss noch was hin. Und zwar eine Halterung und vielleicht auch noch Schrauben. Genau. Der hat da nämlich hier so eine Metallhalterung. Wahrscheinlich, falls einer mal da oben drauf rumkraxelt, dass er sich festhalten kann. Was sind denn die? Das da und das da. Eigentlich voll scheiße, dass es auf der anderen Seite ist, aber. Macht dann mal am meisten Sinn. Jetzt kann man damit sogar auch noch in Urlaub fahren, ne? Wegen dem Gepäckträger. Das auf jeden Fall, sieht auf jeden Fall sehr nice aus. Na, dann sieht das auch nicht so leer auch da oben aus. Das muss ja nicht sein. Hier an den Seiten vielleicht noch überlegen, ob wir da eine Abflachung machen. Mal gucken. Die kleinen. So.
Okay. Mal von der Seite anschauen, ja. Ich glaube, dann machen wir noch diese. Dann machen wir noch hier die da hin. Damit es nicht so extrem eckig wirkt an den Ecken da, wo wir das jetzt angebracht haben. Sieht ein bisschen dynamischer aus einfach. So, der sieht doch echt gut aus. Und jetzt noch grau. Oder. Sieht eigentlich auch ziemlich cool aus. Ja, das könnte vielleicht. Aber hier würde ich es weglassen. Weil da ist ja eine gewisse Symmetrie dahinter und dann plötzlich vorne nicht mehr. Aber so, das ist gar nicht mal so schlecht. Das finde ich gut. Das machen wir. Doch, dann für den LKW-Fahrer packen, weil dann sieht er ungefähr, wo sich der Hänger befindet. So. Ja, das sieht doch ziemlich nett aus. Ich könnte mal überlegen, ob man hier immer die dahin macht. Da kann man. Kann man nicht, da ist er eh zu. Ja. Sehr schick. Totschick, um genau zu sein. So, jetzt ziehen wir das hier noch durch. Wir haben aus Versehen einen Block rausgenommen gehabt vorhin. Hier jetzt auch noch mal überlegen, ob wir oben noch mal ein paar Schrauben hinsetzen. Nicht zu viele, aber ein paar. Vielleicht immer hier auf oder in die Mitte, dann haben wir einen schönen Akzent.
Genau. Boah, Alter, ist das krass. Ein sauschöner Hänger geworden. So. Senden wir ihn mal schnell. Halt ihn mal so an. Boah, der ist richtig schön. Der ist richtig geil geworden. Jawohl. So, nennen wir den Auflieger. Was ist jetzt passiert? Auflieger Tanker. Geile Sache. So, jetzt fahren wir natürlich auch noch eine kleine Runde mit dem Tanker. Oh, wäre langweilig, wenn die Tür plötzlich aufgehen würde. Die geht ja immer schlimmer auf. Ah, das muss ich irgendwie noch fixen mit der Tür. Das ist Blödsinn. Sieht das gut aus oder sieht das gut aus? Also ohne Scheiß, hey. Was ist heute los? Boah, das ist auch so schwer. Richtig schwer. Und jetzt geht's. Boah, ist schon cool geworden wieder mal. Ja, dann parken wir den noch hinten ein. Den anderen Hängern. Rückwärts fahren geht gut. Ja, da haben wir aber ganz schön was geschafft. Junge, 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 das sieht ja richtig toll aus. Ja, also wie gesagt, ihr könnt nochmal Kommentar da lassen, falls wir irgendeinen bestimmten Hänger nochmal bauen sollen. Wenn das der Fall ist, schreibt es mir. Und ja, vielleicht kann man das ja dann noch nachholen. Also, aber die Grundsachen, die haben wir auf jeden Fall. Und ich bin ja überrascht, dass das so gut aussieht, dass das so gut gelungen ist. Und ich hoffe natürlich, dass die nächsten auch so schön aussehen werden. Und dann bedanke ich mich vielmals bei euch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schön, dass ihr mich begleitet habt. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.